heiße Sigrid Schumacher, bin ehrenamtliche Bürgermeisterin meiner Gemeinde Zernitz-Lohm. Ich bin von Hause aus Landwirt, also Landwirtschaft studiert. Und Landwirtschaft und ländlicher Raum ist mir wichtig. Ich in der Landwirtschaft ja meine Kühe und jetzt ist es meine Gemeinde. Wenn man mal Mainz sagt, ist es anders als die Gemeinde. Und das lebe ich so. Ich bin seit 2019 ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin von Hermeskeil und hier bin ich quasi das Mädchen für alles. Bin mit Leidenschaft in der Kommunalpolitik dann aktiv. Ich sage immer, machen statt meckern. Mein Name ist Herbert Pieper, ich bin der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Warenholz. Die Menschen hier in Warenholz sind natürlich erstmal sehr offen. Aber wir müssen auch feststellen, dass der gesellschaftliche Wandel hier natürlich auch entsprechend Einfluss genommen hat, was nicht immer ganz einfach ist, weil hier sind ja natürlich auch viele Ur-Warenhäuser, die natürlich ihre Tradition pflegen. Und da erstmal auch Fuß zu fassen, ist vielleicht oftmals nicht ganz einfach. Aber das Bestreben der Warenhäuser, Neubürger mit zu integrieren, ist überall zu erkennen. In unserem Städtchen passiert im Moment richtig viel. Da schlägt mein Bürgermeisterherz natürlich besonders hoch, weil hier haben jetzt jahrzehntelang viele Gewerbeflächen tatsächlich brachgelegen. Mit der Unterstützung der Wirtschaftsförderin ist es uns aber gelungen, hier doch zahlreiche Hektar nochmal Mann und Frau zu bringen, sodass wir doch mit vielen neuen Ansiedlungen hier weitere Arbeitsplätze geschaffen haben. Das finden wir natürlich auch ganz toll, dass sich Betriebe weiterentwickeln und vergrößern können. Also Kinder ist für mich die Zukunft, egal wo. Und wir leben dieses Konzept, was im Dorf ist. Also sprich, die Kinder sollen lernen, was ist der ländliche Raum. Wir haben es in der Richtung ausgebaut, dass wir Bewegungskita, wir kochen alleine. Wir machen eigentlich das, was eine Kita im ländlichen Raum üblich ist. Und die Kinder müssen sich wohlfühlen, wenn man als kleines Kind groß wird und man hat diese Rahmenbedingungen und dann kommen sie alle wieder. Ich denke, es läuft nicht immer alles gut. Deswegen habe ich immer gesagt, mir gefällt das hier nicht, ich will es besser machen. Und von daher habe ich mich dann auch kommunal entsprechend eingebracht. Meine Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen, ist in erster Linie geprägt darum, Verantwortung zu übernehmen. Diese Leidenschaft lebe ich und ich denke mal auch, dass ich nach außen hin es zeige, das ist keine Belastung, es macht auch Spaß. Ich denke schon, dass es eine doch besondere Herausforderung ist, eine Stadt wie Hermeskeil mit 7000 EinwohnerInnen und fast 45 Mitarbeitenden im Ehrenamt zu führen, der doch sehr schwierig ist. Also man kriegt das hin mit viel Herzblut, mit viel Engagement, aber auch zu Lasten des Privatlebens. Das muss man halt schon sagen. Und man ist natürlich auch auf einen entsprechend kompatiblen Arbeitgeber angewiesen. Ehrenamt ist überall wichtig. Streich mal Ehrenamt, also sprich Feuerwehr, Sportvereine in der Richtung. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir in Warenholz aufgrund der Situation vor 10 Jahren, wo uns der ländliche Raum eigentlich totgesagt war, wir entgegenwirken konnten. Die Gemeinde selber ist dort aktiv geworden, hat nicht auf Investoren gewartet, die es gar nicht gab, und hat selber entsprechend Gebäude errichtet, wo zum Beispiel ambulant gepflegte Wohngruppen, Wohngemeinschaften dann entsprechend wohnen können. Aber es ist eben wichtig, im ländlichen Raum aufzupassen, wie man es macht und wie man Geld kriegt. Und im Moment sehe ich einfach, dass die Strukturen von der Politik sagt, einsparen, einsparen, im ländlichen Raum weniger Leute. Aber laut Verfassung gibt es keinen Unterschied, ob man im Land oder in der Stadt wohnt. Und wir haben die gleichen Rechte wie alle. Und wer sich nicht engagiert und nur meckert, der muss sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Aber auch im ländlichen Raum gibt es Demokratieverdrossenheit. Ganze Bevölkerungsschichten eigentlich sich auch im Grunde genommen nicht mehr sich den Interesse gegenüber einer Dorfgemeinschaft zuwenden, sondern vielleicht auch sehr isoliert und vielleicht auch unter diesen entsprechenden demokratischen Entscheidungen gar nicht so nachvollziehen können und somit entsprechend auch Unverständnis herbeiruft, weil sie einfach gar nicht so in den Prozess eingebunden sind und vielleicht nicht einbinden lassen wollen. Wer ein DDR-Bürger war, weiß, was Demokratie nicht ist. Und jetzt haben wir eine Demokratie, die wir alle mittragen, die wir mitmachen sollen und wirklich uns unterstützen. Also ich kann mir erst dann das Recht rausnehmen, mich über etwas zu beschweren, wenn ich auch eine Alternative anbieten kann. Also Ehrenamt ist für diese Demokratie wichtig und Ehrenamt besteht nicht nur aus Abgeordneten, sondern aus ganz vielen ehrenamtlichen Leuten, die vor Ort, egal in welcher Stadt, machen, was nicht bezahlt wird. Aber deswegen sage ich immer, Ehrenamt heißt nicht unentgeltlich, sondern der Respekt muss mehr kommen. Mehr Respekt fürs Ehrenamt.